Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute möchte ich euch mal eine Website zum Thema Problemschach vorstellen, und zwar die der British Chess Problem Society. Die BCPS, das ist sowas wie die englische Variante der Schwalbe. Vereine für Problemschach, die gibt es in vielen Ländern, aber diese Gesellschaft kann für sich in Anspruch nehmen, die älteste von allen zu sein. Gegründet wurde sie 1918. Ihr findet die Seite unter www.theproblemist.org und wir gehen direkt mal drauf. So sieht die Startseite aus. Man wird also immer direkt mit einem Weekly Chess Problem empfangen. Ich gehe aber mal direkt auf eine vergrößerte Ansicht, damit ihr was erkennen könnt. Jetzt haben wir ganz oben die Menüleiste und da will ich euch auch nicht alles zeigen, nur mal drei Punkte. Das eine ist der hier. Lösen. Links seht ihr verschiedene Lösewettbewerbe, aber vielleicht am interessantesten der erste Punkt, wie man Schachprobleme löst in 5 Teilen und als Ergänzung dazu Zweizüger zum Lösen. Die könnt ihr versuchen zu lösen und dann euch zeigen lassen, wie man am besten daran geht. Der zweite Punkt, den ich ganz nett finde, ist der hier, Composers. Da werden verschiedene Autoren vorgestellt. Das könnten ruhig ein paar mehr sein, finde ich. Aber immerhin, man findet Herrn Dawson und Herrn Turton. Die kennen wir ja schon. Und auch den freundlichen Herrn Laws, den ich euch in Folge 69 vorgestellt habe. Der war ja der Erfinder des Reflexmatts. Und in dieser kleinen Biografie steht auch, wie er auf diese Idee gekommen ist. Der interessanteste Menüpunkt ist aber ganz bestimmt dieser hier, Magazines. Eine der Hauptaktivitäten der BCPS ist die Herausgabe einer Zeitschrift, nämlich des Problemist. Ich klicke den mal an und gehen wir nochmal auf die Gesamtansicht. Dann seht ihr da auf der rechten Seite, man kann sich ein Jahr aussuchen. Ich nehme mal das Jahr 2020. Und dann eine Ausgabe. Wir nehmen den Januar. Und dann erscheint da dieses Heft. Und das kann man sich als PDF auch herunterladen. Und dieses Heft, das möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Die Januar-Ausgabe des Problemist startet immer mit guten Wünschen an die Leser. Das überspringe ich mal. Wir gehen mal direkt auf Seite 4. Und da beginnt ein längerer Artikel von Chris Feather über den ungarischen Hilfsmattkomponisten Bocsi. Natürlich nicht nur Text, sondern auch jede Menge Beispielaufgaben. Als nächstes eine regelmäßige Rubrik, Browsing in the Library von Michael McDowell, wo er immer Problemschachbücher vorstellt. Und dann auf der folgenden Seite ein Artikel über das Lösen von Studien. Auch sehr interessant. Das Herzstück jeder Zeitschrift für Problemschach ist natürlich der Urdruckteil. Und der heißt in England Championship Originals. In jeder Abteilung kommt nach einer kleinen Begrüßung erstmal die Auflösung der Aufgaben einer früheren Ausgabe. Und dann findet ihr jede Menge Originale. Und dann gibt es noch eine feste Rubrik, beziehungsweise mehrere feste Rubriken, nämlich die Selected Problems. Für jedes Genre, Zweizüger, Dreizüger, Hilfsmatt und so weiter, gibt es jeweils einen Sachbearbeiter. Für die Zweizüger ist das David Shire. Und der stellt 3, 4 Probleme vor, oft alle zu einem Thema, die ihm aufgefallen sind, und erzählt ein bisschen was dazu. Und schließlich, wo es Urdrucke gibt, da gibt es irgendwann natürlich auch Preisberichte. In dieser Ausgabe ist es der Preisbericht zu den Dreizügern des Jahres 2018. Eine Rubrik möchte ich euch noch vorstellen, die es so, glaube ich, nur im Problemist gibt. Das ist diese hier, Synthetics. Und da ist kein Diagramm vorgegeben, wo ihr dann irgendein Matt suchen sollt, sondern genau umgekehrt. Eine Lösung ist vorgegeben mit allen Varianten und der Löser soll daraus dann die Stellung rekonstruieren. Sehr originelle und reizvolle Version eines Schachrätsels.
Das war jetzt mal nur ein Heft des Problemist. Ihr findet auf der Website aber bis auf die allerneuesten Ausgaben tatsächlich alle seit der ersten aus dem Jahre 1926. Also Lesestoff ohne Ende. Der einzige Wermutstropfen, das Druckbild eines Heftes aus den 40er Jahren oder auch noch aus den 90er Jahren, ist bei weitem nicht so gut wie das der letzten Hefte. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken dann. So, jetzt haben wir noch ein Problem auf dem Brett. Erschienen natürlich im Problemist. Und die drei Autoren haben eins gemeinsam. Michael Lipton, John Rice und Barry Barnes. Jeder von denen war irgendwann mal Präsident der BCPS. Wenn ihr die Aufgabe selber lösen wollt, kleiner Tipp. Natürlich würden wir gerne den Bauern auf H3 loswerden. Und diesen Job kann nur der schwarze König für uns erledigen. Die Lösung von A beginnt mit Turm H4. Und jetzt zieht der Turm Richtung Westen. Und sein Kollege macht es ihm nach. Jetzt muss der schwarze König schlagen. Und Turm H4 ist matt. Und Fassung B. Da müssen die Türme nach Norden ziehen, sodass sie von ihrem König verstellt werden können. Wieder kommt König schlägt H3. Jetzt das Schachgebot. Der König muss nach G4. Turm H4 Schach. Wenn der König nach G5 schlägt, dann kommt Turm H5 matt. Er kann aber auch nach F3 flüchten. Und dann setzen wir matt mit Turm F8. Und in diesem Mattbild hat der weiße Läufer dann auch noch eine Funktion. Das war der Cliffhanger von letzter Woche. Ein Hilfsmatt in zwei Zügen. Die erste Lösung ist Turm schlägt A6, König schlägt B5 mit Schach, der Turm schlägt den Läufer und die Dame setzt matt auf C4. Und die zweite Lösung, Turm schlägt G8, König schlägt B6 Schach, der Turm schlägt den Läufer und der Springer setzt matt auf C5. Und ich hatte euch ja vorgeschlagen, mal zu raten, was für eine Auszeichnung Mario Parinello für dieses Stück gekriegt hat. Es war eine vierte Ehrenerwähnung. Das ist der neue Cliffhanger, diesmal etwas schwieriger als sonst. Ich habe mal eine der Synthetic-Aufgaben aus dem Problemist ausgesucht. Ihr seht da also die komplette Lösung eines Zweizügers und sollt die Stellung dazu konstruieren. Kleiner Tipp, die Lösung ist nicht so ganz eindeutig. Man hat hier und da ein bisschen Freiheit. Die Auflösung gibt es natürlich nächsten Freitag. Außerdem wird es nächste Woche unter anderem um eine Partie von Magnus Carlsen und das Nibelungenlied gehen. Was das miteinander zu tun hat, lasst euch überraschen. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.